Oh, ich glaube, es geht jetzt schon wieder los. Also, hallo. Sind wir da schön zentral? Ich glaube nicht. Hier muss ich da ein bisschen verschieben. So schmeckt mir das besser. Also, hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode vom Deutschen Donnerstag. Heute wird es ganz, ganz lustig, weil heute werden wir mit der Amanda Deutschunterricht machen. Ich muss dazu sagen, sie versteht ein bisschen was, aber nicht alles. Vor allem, ich werde es eh wissen, ich bin aus Österreich, nicht aus Deutschland. Das heißt, mein Deutsch ist mehr oder weniger, ist österreichisch, ist nicht wirklich Deutsch. Ich habe super viele Nachrichten von euch gekriegt, also nochmal herzlichen Dank für die ganze Unterstützung auf YouTube, auf Instagram. Ich bin immer überwältigt, wie gut der Deutsche Donnerstag ankommt und das ist alles nur wegen euch. Also herzlichen Dank für die Unterstützung für den Deutschen Donnerstag. Ich freue mich jede Woche schon wieder drauf, den neu zu machen und mittlerweile bin ich so weit, dass ich mir denke, wenn ihr das wollt, mache ich meinen kompletten YouTube-Channel auf Deutsch und mache mal 2 Videos pro Woche, weil für mich hat es einfach viel zu lange gedauert. Ich war am Samstag oder am Sonntag, habe ich mir gedacht, okay, passt, jetzt drehen wir das. Und dann habe ich mir gedacht, es ist nicht einmal noch Montag. Was mache ich jetzt bis dorthin? Also, lasst mich wissen in der Comment Section, in der Kommentar-Section. Ihr wisst es eh, da unten bei den Kommentaren lasst mich wissen, ob ihr 2 Videos auf Deutsch haben wollt und vor allem, was das zweite Format ist. Also der Deutsche Donnerstag bleibt gleich. Und was ich jetzt machen will mit dem Deutschen Donnerstag ist folgendes. Ich frage euch immer auf Instagram dann verschiedene Varianten, verschiedene Videos und ihr werdet dann abstimmen und dann das, was ihr erzählen wollt, das mache ich dann. So, jetzt hätte ich gesagt, gehen wir es gleich mal an. Ich hole die Amanda her und dann starten wir gleich durch. Spatzl, bist du fertig? Okay, perfekt. So, warte, jetzt müssen wir nur kurz einmal die Kamera einstellen. Ich glaube. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Sieh, das war schon mal gut. Also, wir starten jetzt gleich mal durch mit den ganzen Nachrichten, die ihr mir geschickt habt. Ich habe mir da die Highlights rausgesucht und ich werde das jetzt einfach mal zeigen und sie wird es dann auch vorlesen und ich werde dann auch sagen, worum es geht. Also das erste ist einfach ein schönes klassisches Wort. Einfach vorlesen. Try to read this. Oh, man. Ach, Katz, Sollwurf. Try one more time. Axkatzolwurf. Oh, that was better. Okay. Axkatzolwurf. Axkatzolwurf. Okay, ja, ich sag's. Axkatzolwurf. Ich sag's jetzt einfach mal. Ochkatzelschwurf. Ochkatzelschwurf. Ja. Och. Och. Katzel. Katzel. Schwurf. Schwurf. And now all together. Ochkatzelschwurf. Very good. Do you know what that is? Very beautiful English. Basically the tail of a squirrel. Ochkatzelschwurf. Is that like a common thing you guys talk about? That's what we say all the time. Yeah. Ja, gut, also jetzt einmal für die ganzen Deutschen. Ochkatzelschwurf, ich werde es eh wissen. Eichhörnchenschwanz. Okay, try this one. Zwutschki? 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 Zwutschki. Yeah. Mm-hmm. Darf's noch ein bisschen was sein? Das war Weltklasse. Ja, geil! Zwutschki, darf's noch ein bisschen was sein? Da sag ich jetzt gar nichts dazu, das war einfach spitze. Jetzt eines, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon reinbringen will, aber ich habe einfach so viel lachen müssen. Try this one. Do? Do? Nein, das war gut. Do. Do hat's mal in Beidel. Do hat's mal in Beidel ad Seiten. Seiten. Do hat's mal in. Do hat's mal in Beidel auf Seiten. Ja? Ja? Ja, geil! Das ist gut. Sehr gut. Kannst du sagen, ja geil? Ja geil! Ja geil! Ja geil! Ja.
Entschuldigung. Don't make me say anything bad. No. I know where you sleep. I sleep right next to you. And I will chop it off. I'll chop it and eat it for breakfast. Es hat gerade Weltklasse passt, sie choppt ihn auf und eat it for breakfast, nachdem sie das gesagt hat. We're vegan. Ah, okay, ein bisschen ein Zungenbrecher hätte ich gesagt, bauen wir jetzt einmal ein. Bist du bereit fürs nächste? Ja? Yeah? Was? Try this one. Fisches, Fritz, Fischt, Fische, Fisch. That was so good. Really? This is a tongue twister. In that is? Yeah, Fisches, Fritz, Fischt, Frische, Fische. Fisches, Fritz, Fischt, Frische, Fische. Frische, Fische. Yeah. Frisches, Fisch. No, Fischers. Fisches, Fritz. Fischt. So you have no R. Fisches, Fishes, Fish, Fishers. Fishers, Fritz, Fischt, Frische, Fische. Weltklasse. Ja, geil! Das liegt mir ganz besonders am Herzen, wie ich das gelesen habe, und mir gedacht, danke euch. Das ich liebe jetzt... dich. Na, fast. Ich liebe dich. Wir müssen jetzt das vorlesen zuerst. Das da auf der rechten Seite. Ich liebe den deutschen Donnerstag. 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 Ja, das Video, was wir jetzt drehen, ist die dritte Episode vom deutschen Donnerstag. Ah, sehr gut. Mhm. Ich habe noch einen Zungenbrecher für dich. Hm? Ah, ja, das ist nein. Schon... Nein. Okay, das nächste. Einen Zungenbrecher, einen klassischen Braut... Nein, ich sag's jetzt nicht. Lass es zuerst vorlesen und dann schauen wir, was da dabei rauskommt. Das ist da. Blattkleid blickt. Blattkleid und. Blattkraut blickt. Blattkraut. Fast. Are you ready? Mm. Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Blaut... I can't roll my R's. I know. Brautkleid. Brautkleid bleibt... Bleibt. Bleibt. Brautkleid. Brautkleid bleibt... Brautkleid und Blaukraut. Brautkraut bleibt... Bleibt... Blaukraut. Oh, das war einfach spitze, weil das haben wir gedacht, das passt so gut. Ich hab das nächste für dich. Schönes. 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 Mhm. Glatzköpfel. Schönes. Glatzköpfle. Schönes. Glatzköpfle. Danke dir. You know what that means? You have nice shoes. Schönes. Glatzköpfle. Danke. Sehr gut. Ich werde es wegwerfen und es essen. Du wirst es wegwerfen und essen? Ich werde es wegwerfen und es essen. Was wirst du wegwerfen und essen? Ja, das ist jetzt verschrieben, aber sehr schön verschrieben. Ich werde abhaken und es essen. Du wirst es abhaken und essen? Sie. Ja. Ja. Ah, oh. Das ist eine falsche Translation. No, nein. Ja. Yeah. Also, wir haben jetzt einmal ein paar Nachrichten von euch durchgesprochen, aber jetzt sind ein paar Sachen, die mir sehr am Herzen liegen, die ich mit ihr jetzt machen würde, sind Sätze, die wir früher in der Schule immer gesagt haben oder Wörter, die wir in der Schule gesagt haben, und das würde ich jetzt unbedingt mit ihr machen. Das heißt, falls ihr in der Schule mit mir wart, Roberto, eines ist da dabei, das ist nur für die, und die anderen sind einfach irgendwas. Wenn sie das nicht tun, würde ich es abhaken und essen. Ich weiß nicht, wo sie das gehört hat mit abhaken und essen. Das dürfte sie ganz gut gefallen. Gut, alles gut. Also da ist der nächste Satz. Das war mehr oder weniger wie in der Schulzeit war. So ein dominanten, wie soll ich sagen, ein Power-Trip. Wenn irgendwer gesagt hat, ja, wir treffen uns dann um halb vier und du warst aber der, der die Entscheidungen trifft, hast gesagt, das sagt er dann eh.
Nein. Kannst du das sagen? Da, ja. Das? Ja, le. What? Nein, nein, nein. Gott, das Song. Das sagt er dann eh. Das sagt er dann eh. Mhm. Das sagt er dann eh. Das sagt er dann eh. Mhm. And now add some attitude because that's a power thing. If somebody tells you. Das sagt er dann eh. Mhm. Einmal, now listen to me. Das sagt er dann eh. Das sagt er dann eh. Okay, dann noch was österreichisch ist. Ich weiß gar nicht, ob ihr das in Deutschland auch sagt, aber du bist ein schöner Hosenbracker. Du bist ein schöner Hosenbracker. Du bist ein schöner Hosenbracker. Don't say that all the time. Ich weiß nicht, wie uns das eingefallen ist, aber irgendwann, ich kann mich noch erinnern, ist dann losgegangen, dann haben wir in jedem zweiten Satz einfach immer nur gesagt, wie schmeckt dir das? Wie schmeckt dir das? Mhm. Wie schmeckt dir das? Ja. Wie schmeckt dir das? Ja, wie schmeckt dir das? Wie schmeckt dir das? Ja, das war Weltklasse. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, auch so ein Powertrip einfach nur. Wir haben da jetzt einen ganz langen Satz und der ist ganz wichtig, weil der ist von der Heidi Klum. Weißt du, wer die Heidi Klum ist? Da, ja. Ja? Ja. Wer ist die Heidi Klum? Germany. Mhm. Model, right? Uh-huh. Yeah. Das ist ein Satz, den sie immer sagt. Top model, yeah. Yeah. In Germany. Ja, yeah. Yeah. Kannst du das sagen? Mm-hmm. Den ganzen Satz? Heute kann Albir nur Elne Germany's next top model werden. Ja, yeah. Und jetzt probier das mal genauso. Heute kann aber nur eine Germany's next top model werden. Was? Genauso. Heute kann Albert nur eine Germany's... Germany. German. German. Heute kann aber nur eine German werden. Heute kann Albert nur einen Germany's next top model werden. That was really good. I like that. Eines meiner Highlights von früher. Roberto, falls du jetzt zuschaust, in der Schule. Ich habe mich angebrunst vor lauter Lachen im BWL-Unterricht oder Englisch-Unterricht. Ich weiß nicht, welche Klassen wir da gehabt haben. Aber an leibenden, ich muss jetzt einmal testen mit ihr, ob wir das jetzt hinbringen. Wir werden es einmal gleich demonstrieren, wie das ausgeschaut hat. Aber mehr oder weniger ärgerst du einfach nur wen. Und das haben wir stundenlang gemacht. Also, bitte. Hey. Hey du, schau mich nicht auf. Hey du, schau mich nicht an. Ja. Hey. Na. Hey du. Glotzera. Schau mich nicht an. Hey. Na. Hey du. Na. Hey du. Ich bin immer. Look at me. Hallo! Ich sage jetzt kurz, jetzt stellt euch das einmal vor, ihr seid in der Schule, es ist komplett ruhig, der Lehrer steht vorne und redet mit euch und dann neben dir sitzt einer und macht, hey, hey. Und dann schaust du ihn, schau mir nicht an. Nein, das war Weltklasse, wir können es nicht besser machen. Ich werde mich jetzt verabschieden bei euch. Also herzlichen Dank fürs Einschalten, danke fürs Zuschauen, danke für die Unterstützung für den deutschen Donnerstag. Ich freue mich extrem und wie gesagt, ich bin auch offen, dass wir jetzt öfter deutsche Videos machen. Lasst mich es wissen. Amanda hat noch was zu sagen. Danke für eure Riesen. Engagement und Unterstützung für den deutschen Donnerstag. Mhm. Alles Dankeschön. Mhm. Singen wir ich euch jetzt ein Lied. Okay, ich hoffe, ihr seid bereit. Das ist nur für euch. Bist du bereit? Ja. La le lu, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen.
drum schlaf auch du. La, le, lu. Ja, geil! Ich liebe dich, Deutschland und Österreich. Ja.